Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir etwas über Regals Vergangenheit herausgefunden und was mit Alisha passiert ist. Und ja, wie wir herausgefunden haben, dieser eine Typ, wie ist er normalerweise nicht, sieht auf jeden Fall böse aus, ist voll A gewesen und hat auch Alisha in Monster verwandelt und Regal musste sie deswegen töten. Und deswegen fesselt er seine Hände jetzt, damit er niemand anderen mehr töten kann. So, ich habe die Truppe mal schon mal versucht, offscreen ein bisschen zu ändern. Und ich mache jetzt so, sag mal, zwei Heiler. Und sehr schön. Unsere Mission ist jetzt, nehme ich an, Asgard zu finden, den Geist des Lichtes, den leuchtenden Vogel. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wo wir dafür hin müssen und was wir machen müssen. Ich würde mal sagen, wir gehen erst noch mal zu Linker bauen. Ich glaube, da waren wir schon, da war nichts Besonderes. Kann ich nicht irgendwie schnell reisen, Mann? Ich tue mir nämlich ein bisschen schwer, immer herauszufinden, wo ich hin muss. Gehen wir noch mal zum Baum. Weil da sollten wir ja eigentlich hin, ne? Eigentlich. Letztens, als wir hier waren, hat sich da nichts getan. Suchen wir Professor Nova und überprüfen wir unsere Informationen. Wo ist Professor Nova? Woher soll ich denn das jetzt wissen? Warte mal, das war der, wo wir zum ersten Mal von dem Vogel gehört haben, ne? Oh Gott, wo war das denn nochmal? Er war relativ am Anfang noch. Oh Gott, wo war das nochmal? Was weiß ich, wo das war? Ja, keine Ahnung. War nicht irgendwie an so einem. Warte mal, da war. Hier, wo war das? Ja, dieser eine Ort hier, ne? Ihr wisst schon. War das hier? Ja, war doch irgendwie an so einem Krater, an so einem kleinen, ne? Man so ganz zufällig rein stolpern konnte. Aber wo? Ja, macht das schon wieder richtig gut. Tun wir mal meine ganze Reise noch mal rekonstruieren. Wir sind hier hingegangen, dann sind wir diesen Pfad gegangen, aber noch nicht. Dann sind wir irgendwo nicht hier hingegangen. Oh, oh Gott, ey. Flugsequenz, da wird mir schlecht. Ich bin reisekrank, das ist nicht gut. So, gleich sind wir auch hier entlang gegangen. Da war ja dieser große Moment, wo ich nie eine Ahnung hatte, wo ich hin sollte. Mal hier, nee, da ist Ding, da können wir auch mal reinschneiden. Ich sowieso nicht weiß, wo ich hin muss. Professor Nova, was zum Teufel ist Professor Nova? Was zum Teufel? John! Ah, ihr seid es. Was machen Sie da? Hier ist das. Nichts. Bestimmt suchst du etwas Wichtiges, habe ich recht? Auserwählter, sinnlose Rede bringen dir nur den Untergang. Wonach sucht er? Das werden wir jetzt herausfinden. Weil ich sowieso nicht weiß, wo ich hin muss. Okay. Luin, da können wir auch mal eingehen. Gehen wir überall hin, nur nicht da, wo wir hin müssen. Ist perfekt. Genie. So, ich glaube, der ist da oben. Ja. Gehen wir mal da hin. Ist besser, wir haben wenigstens hier irgendwie einen Anhaltspunkt zu irgendwas. Hier schon einen Namen gegeben, Rocky. Okay, ich muss das sicherstellen, ne? Ihr wisst schon, Weltherrschaft und so. Ist er hier oben? Nö, zum Teufel, wo ist er denn? Da muss er ja im Gasthaus sein. Übernachten wir mal da oder irgendwie so. Keine Ahnung,
Aber vielleicht müssen wir jetzt da irgendwas suchen. Wer weiß. Vielleicht hat er ja diesen Katzentypen ja irgendwo hingeschickt, um was zu suchen. Ja, das waren wir, aber sag es nicht weiter. Was meinen wir noch? Veraltetes Zeug, warum gucke ich überhaupt nach? Okay, dann gehen wir mal hier rein, vielleicht. Ja, ne, war doch irgendjemand noch. Oh, ich muss ja richtig langweilig sein. Ja, so siehst du aus. Okay. Wenn ich wieder ganz verkämpft bin, werde ich nach Luin reisen. Ach ja, dabei zerstört Stadt, genau. Okay. Wir haben den Typen hier getroffen, aber der ist doch hier reingegangen, also. Wo zum Teufel ist denn der jetzt? Was ist denn für ein Warte mal. Okay, ist nichts. Die Linkerflöte. Der Baum ist vertrocknet und tot. Und die anderen treffen auf einen Zoologen, der mit seiner Familie die Welt weiß, auf der Suche nach einem leuchtenden Vogel, den er einmal kurz gesehen hat. Ja, aber wo ist der nochmal? Willst du mich doch verarschen? Alishas Grab, was? Den haben wir doch schon viel früher getroffen. Flügel. So viel haben wir schon erreicht, mein Gott. Aber. Eieiei. Na gut, dann gehen wir hier raus. Wir haben den Typen getroffen, wir haben gefragt, was mit ihm los ist, der hat gesagt nichts und dann ist er wieder reingegangen. So ein Dreck. Hat es auch nicht weitergebracht. What? What? Na gut, dann hier ein. Gehen wir nach Asgard. Das klingt doch wie Asgard. Vielleicht ist er ja hier. Es hat sich irgendwas getan hier. Hier hat doch irgend so ein Mädchen einen Hund gesucht, oder? Ob sie ihn gefunden hat. Ich weiß es nicht. Hat sich hier irgendwas getan? Ist Asgard vielleicht hier irgendwo gelandet? Ich glaube nicht. Hallo? Na gut, dann nicht. Dann. Ich wünsche, ich könnte irgendwie aus den Städten so rausgeportet werden. Nein, das nicht. Wo könnte denn? Wo war der Typ denn nochmal? Da ist doch so weit lange schon weit entfernt, Mann. Man könnte doch nicht erwarten, dass ich jetzt schon wieder weiß, wo er war. Das war für wie viele Monaten war? Von halbes Jahr wahrscheinlich war das noch. Spiel jetzt auch schon ein bisschen lange. Was ist denn ein Zoologe? Nur nach Luin. Ist hier irgendwas getan? Hey! Pietro! Mir war nicht klar, dass es so schlimm ist, aber ich gebe nicht auf. Ich schwöre, ich werde diese Stadt wieder aufbauen. Auch im Namen derer, die ihr Leben gegeben haben. Doch um diese Aufgabe zu erfüllen, benötige ich Leute und Geld. Oh, was? Wie viel Geld habe ich denn? 100.000 Gold. Dieses Geld ist... Auch wir wollen beim Aufbau der Stadt helfen. Nein, das geht nicht. Ich kann von euch kein Geld annehmen. Dieses Geld soll für die Reise zur Welterneuerung verwendet werden. Wie sollen wir die Welt retten, wenn wir nicht mal eine Stadt retten können? Wir wollen allen Bedürftigen helfen. Lloyd. Hab vielen Dank. Ich werde es sinnvoll einsetzen. Wie viel Geld haben wir denn? Na komm. Mach mal eine runde Zahl raus.
Was? Mehr kann ich nicht. Mehr kann ich nicht spenden, was? Okay, nur 5000. Da ist die Stadt wieder aufgebaut oder was? Das stelle ich mir sehr schlecht vor. Vielleicht wenn ich jetzt hier raus und reingehe, wird alles aufgebaut wieder. Okay, jetzt kann ich. Dann kann ich immer noch so komische Zahlen hier. Okay, mal gucken. Ich weiß sowieso nicht, was ich jetzt mit meinem Geld anfangen soll. Sieht nicht so aus, als ob wir irgendwie eine neue Stadt oder so irgendwann antreffen würden. Ach komm. Immer spendabel. Wahrscheinlich bis wir irgendwie so eine Million oder so da reinballern, aber egal. Durch mal ab und zu vorbeischauen, wenn ich genug Geld habe. So, jetzt ist unser Hauptproblem. Wo zum Teufel ist Aska? Boah, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Hier, das wird auch irgendwie nicht angezeigt. Warum muss ich denn überhaupt zu ihnen hin nochmal? Da steht auch gar nicht, wo ich da hin muss für. Ja, da, super. Wo sind die Typen jetzt? Ich weiß das doch nicht mehr. Ihr könnt doch nicht erwarten, dass ich so schnell weiß, wo die Typen nochmal sind, ey. Seid ihr hier? Hallo? Oh, keine Ahnung. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, wo ich hin muss. Und das macht mich traurig. Was hier? Das kaputte Menschenfarm. Nee, die machen wir nicht noch mal kaputt. Todadok. Ich möchte jetzt nicht wirklich hier 20 Minuten durch die Gegend laufen, um herauszufinden, wo ich hin muss. Das ist so nervig. Was hat denn hier überhaupt? Das ist der Todageisier. Gehen wir mal da ein. Wer hat sich hier irgendwas geändert? Kann ich hier irgendwas machen? Ja, nein. Weiß nicht. Nö. Nein, hier. Mal da rein. Nö. Okay. Und den haben wir schon. Die brauchen wir nicht nochmal bekämpfen. Ich könnte es aber. Alles klar. Suche nach Aska. Oh, jetzt müssen wir auch noch so hier drüber laufen. Oh. Einfach so übers Meer. Das war Zeitverschwendung wieder. Ja, ich glaube aus der Aufnahmesession heute wird das nichts. Die ganze Zeit wie ein Blöder hier durch die Gegend fliegen, keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Mal wieder, nur diesmal in der Luft. Der gelbe Punkt, der regt mich voll auf. Was ist da? Ich habe doch den Baum gefunden. Ich verstehe das nicht. Wo ist Professor Nova? Woher soll ich denn das noch wissen? Aha.
Flucht, Siegel des Feuers. Osserfahrt, wart hier im Osserfahrt? Ich weiß das nicht. Anderen bemerken schnell, dass es er ist auf der Suche nach den leuchtenden Folien einmal kurz gesehen hat. Leute, die anderen bemerken schnell, dass er von Asker spricht, der Elementargeist des Lichtes. Um zu erfahren, unter welchen Bedingungen die Familie Asker gesehen hat, fragen sie die Familie detailliert aus. Der linke Baum befindet sich in einer verlassenen Senke umgeben vom Berg und ist nur mit den Royal zu erreichen. Der Baum ist vertrocknet und tot. Hat mal Flöte. Ach nee, wir. Haben wir die Flöte noch irgendwo? Die ist auch kaputt gegangen, ne? Such mal noch mal, ich weiß sowieso nicht, was jetzt. Ich habe keine Ahnung. Naja, ja, das Dingens hier. Ruins Wiederaufbau 1, okay. ルインのやつらってタフだね。ああ。あんだけボロボロにされても立ち直ろうと頑張って。頑張ってる人たちを見るとなんか嬉しいね。俺たちもできる限り手伝ってやろうぜ。うん。Okay. Hat schon irgendeine Bedeutung wahrscheinlich. So, gehen wir mal zu Dirks Haus. Vielleicht kann der die Flöte reparieren. Ich meine, die Leute hat das irgendwie vorgeschlagen, aber naja. Anscheinend nicht. Okay, dir kann es auch nicht weiterhelfen. Nein. Er will langsam lächerlich. Ich will nicht vor. Da waren hier alles für Dingens. Wald von Iselia. Da? Costa-Farm, Ballokopf-Museum. Inselfarm, Todadok. Gehen wir nochmal dahin. Ey, wo schwachsinnig. Okay. Wir wissen, ein paar Kämpfe auch hin und wieder passieren könnten. Man konnte die eine nicht hier in die Zukunft schauen. Ich glaube, da bin ich das letzte Mal schon mal hingegangen, oder? Jetzt war so eine Wahrsagerin. Kann die nicht irgendwie in die Zukunft schauen? Ich meine, das habe ich letztes Mal schon mal gesagt. Irgendwo 5 Minuten. Ah. Das ist nicht Genes. Du hörst mir nicht besonders weiter. Kannst du mir nicht sagen, wo wir als nächstes hin müssen? Wir sind verkackte Wahrsagerin. Mach wenigstens was für dein Geld. Ja. Wahrscheinlich geht meine Suche irgendwann offscreen weiter. Das heißt, ich kann heute nur 3 Parts aufnehmen. Anstatt so ungefähr 4-5, so wie ein Standard, damit ich auch weiter hochladen kann am Wochenende. In der Woche verteilt, meine ich. Und ja, daraus wird wohl nichts. Das heißt, ich kann noch mal in der Woche irgendwann aufnehmen. Yay! Oder es gibt nur 3 Parts in der Woche. Oh, ein bisschen blöd ist. So, hier ist nochmal der linker Baum. Gehen wir da nochmal hin. Auch wenn uns das überhaupt nicht weiterbringt. Professor Nova und überprüfen wir unsere Informationen. Wo ist der Typ denn? Ja, such mal den. Wo ist denn der Typ? Er leckt mich am. Wäre nicht toll, wenn er entriert wäre. Oder hier im Haus des Heils. Muss da irgendwo hier in der Nähe sein. Komm schon.
Ich werde wahrscheinlich offscreen hier alles Mögliche absuchen und so gucken, wo der Typ ist. Und alles meine ich wirklich alles. Das hat, glaube ich, ein so hat erstmal ich irgendwie offscreen weg, was mache bei diesem Spiel. Wahrscheinlich schon wieder. Kann ich aber da in die Menschenfarm gehen? No. So, dann das Audio habe ich schon tausendmal gesehen. Also zum Heulen, wo sich ein bisschen, wo der Typ ist, das haben die wahrscheinlich irgendwann gesagt, aber ich spiele das Spiel nur immer jede Woche. Wo soll ich denn das wissen? Nein. Nur scherzhaft geklickt. Palma Costa, Ruins Wiederaufbau 2. これで大丈夫だね。まだまだよ。失われたものを取り戻すのはそれほど容易くないわ。取り戻すためじゃなく、作り出すために頑張ってるんだ。きっと大丈夫だよ。そうだよ。大丈夫、大丈夫。そうね。不安材料ばかり出しても仕方ないわね。応援しましょう。よ。うん。 Wie oft habe ich jetzt was gespendet? Zweimal oder dreimal? Weil jetzt noch ein Skill aufkommt, dann würde ich das gerne abspielen. Weil Dingens Karamell, Professor Nova. Oder suchen wir vielleicht gar nicht den, suchen wir irgendjemand vollkommen anderes. Weiß ich doch nicht mehr. Vielleicht such mal jemanden in Tete Holler. Ich weiß gar nicht mehr, wer Professor Nova war. Das hier, hier ist die Menschenfarm schon wieder. Das ist der Toda Dingens Dock. Da. Und da kenne ich sogar die ganze Welt hier auswendig, wenn er so weitergeht. Aber irgendwo eine Menschenfarm oder Mausoleum, ja. Mal noch mal hier, vielleicht ist er ja hier. Hey. Ach, kein Ding. Erstmal doch, ey. Will da nicht irgendjemand wohnen oder so? Wir sollten das mal reparieren. Habe ich auch schon nachgeguckt. Bah. Aufgehen, so was von ja die ganze Welt durchkämmen, zu gucken, was zum Teufel ich machen muss. Wir drin was? Weiß gar nicht. Sind schon Orte, die wir nicht erkundet haben, auch auf der Karte verzeichnet. Ich weiß auch gar nicht mehr. Hier ist Asgard, ne? Aber auch schon. Habe ich zwar niemanden nachgefragt, aber warte mal, da war doch dieser Pass, ne? Da war hier der Typ, das. Sag mal, macht es Spaß, all diese Dinge zu sammeln? Ne, ist er nicht. Leute wie du, die keinen Sammelgeist besitzen, würden es nicht verstehen. Natürlich erreichen Bengel wie du nie meinen Status. Was hat denn der für ein Problem? Es gibt sicher nur wenige, die so vollkommen sind wie ich. Wenn es jemanden gibt, der einen ausgeprägten Sammlergeist besitzt als ich, möchte ich ihn kennenlernen. Junge, das ist ein Sammelbaum. Ah, Sammleralbum, nicht wahr? Ja, stimmt. Für euch ist das doch eh nutzlos. Was? Dann werde ich das Album vervollständigen. Ich sorge dafür, dass deine Worte im Hals stecken bleiben. Du? Haha. Wenn du was schaffst, würde es bedeuten, dass du den stärksten Sammlergeist besitzt. Niemand ist in der Lage, etwas so vollendetes, wie ich nicht vollenden konnte. Ich würde deinen Versuche gerne sehen. Gerne ist, lass uns gehen.
Ja. Tja, gib dein Bestes. Hä? Guck mal hier nach. Na. Ah. Ja, super. Ah. Oh, das für uns unmöglich ist. Ich kann euch meine verdammten Geisteslichtes finden, Mann. Na, no, dann würde ich sagen, das war's dann für heute. Ich habe keine Ahnung, was ich noch machen muss, um den Typen zu finden, wo der Typ überhaupt ist und überhaupt. Und deswegen, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia Chronicles Edition, wo ich hoffentlich Asgard gefunden habe oder irgendwie einen Hinweis gefunden habe, wo ich den finden könnte. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.